Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus. Ehre sei dir, o Herr. In jener Zeit erzählte Jesus der Menge das folgende Gleichnis. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Mann, der guten Samen auf seinen Acker säte. Während nun die Leute schliefen, kam sein Feind, säte Unkraut unter den Weizen und ging wieder weg. Als die Saat aufging und sich die Ähren blindeten, kam auch das Unkraut zum Vorschein. Da gingen die Knechte zu dem Gutsherrn und sagten: Herr, hast du nicht guten Samen auf den Acker gesät? Woher kommt dann das Unkraut? Er antwortete: Das hat ein Feind von mir getan. Da sagten die Knechte zu ihm: Sollen wir gehen und es ausreißen? Er entgegnete: Nein, sonst reißt ihr zusammen mit dem Unkraut auch den Weizen aus. Lasst beides wachsen bis zur Ernte. Wenn dann die Zeit der Ernte da ist, werde ich den Arbeitern sagen: Sammelt zuerst das Unkraut und bindet es in Bündel, um es zu verbrennen. Der Weizen aber bringt in meine Scheune. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Heute Morgen noch einmal durchgegangen bin, was ich sagen möchte, hatte ich den Eindruck, ein schwieriges Thema, ein uncooles Thema, aber es ist dem Evangelium von heute entnommen und ich bleibt hier nichts anderes übrig, ich werde Sie damit konfrontieren. Dieses Evangelium, das wir gehört haben, ist die Fortsetzung des Evangeliums vom Sämann, das am vergangenen Sonntag dran war. Und ich glaube, dass es so etwas wie eine Dramatisierung, eine dramatische Steigerung enthält. Das Gleichnis vom Sämann, die Hauptperson ist der Sämann, damit ist natürlich Jesus Christus gemeint oder Gott, der den Samen des Wortes aussät, wissend, dass nur ein kleiner Teil auf gute Erde fällt und Frucht bringt und die größeren Teile entweder erstickt werden, weil die Sorgen des Alltags es nicht wirklich wachsen lassen, weil es keine Wurzeln schlägt, Strohfeuer, kurze Begeisterung und dann ist alles vorbei. All das erlebt Jesus. Und dann ist noch ganz kurz von einer weiteren Person die Rede. Er nennt diese Person den Bösen, der den Samen des Wortes unmittelbar rausnimmt aus dem Herzen, sodass noch nicht einmal ein anfanghaftes Wachstum geschieht. Und genau diese zweite Person im heutigen Gleichnis nennt Jesus ihn den Feind. Ihr wird gewissermaßen zu einem weiteren Hauptdarsteller, der nicht nur den guten Samen wegnimmt, sondern der seinerseits sich zum Sämann macht, aber nicht Gutes sät, sondern in der Übersetzung wird es Unkraut genannt. Wenn man das griechische Wort zugrunde legt, dann ist das Taumellolch. Ich weiß gar nicht, ob viele von Ihnen diese Pflanze kennen, eine Giftpflanze. Also hier wird jemand aktiv, der den Menschen nichts Gutes möchte.
Jesus nennt den, den er in diesem Gleichnis den Feind nennt, noch mit vielen weiteren Namen im Neuen Testament: Diabolos, der Verwirrer, der Durcheinanderbringer, den Vater der Lüge, Satan, Teufel, Drache, Beelzebul, den Anführer der Dämonen. Also viele Namen, die er für dieses Wesen hat, von dem wir fragen, ja, gibt's den überhaupt, den Teufel? Ich spreche jetzt nicht von der gehörnten Gestalt mit Pferdefuß, die ihr Unwesen treibt, sind abergläubische Vorstellungen. Aber gibt es ihn, der hier gemeint ist? Viele in unserer Zeit, auch Theologen, sagen, das passt nicht mehr in unser Weltbild. Ich selber glaube, dass es ein sehr schwaches Argument ist. Ich will einfach sagen, was ich selber denke. Uns begegnet diese Realität des Bösen so oft, so niederträchtig, in einer solch furchtbaren Verworfenheit, mit einer solchen Macht des Bösen in anderen Menschen, dass ich persönlich glaube, das ist für den Menschen eine Nummer zu hoch. Also ich glaube, dahinter steht eine Macht, der wir uns verschreiben können. Nicht wie im Märchen, die Seele verkaufen und so weiter, machen vielleicht manche auch. Aber an die ich mich so binden kann, dass ich wirklich böse werde. Im tiefsten und schlimmsten Sinn des Wortes. Ich selber glaube, dass es dieses Wesen gibt. Und ich möchte dazu eine kleine Geschichte erzählen, die ich vor kurzem gefunden habe. Da fragt ein kleiner Junge seine Mama: Mama, wer ist eigentlich der Teufel? Und sie erzählt eine Geschichte dazu, die wir im Judentum finden, in den Apokryphen, also den nicht anerkannten Schriften des Judentums, und übergegangen ist auch auf das Christentum. Und ich möchte sie mit meinen Worten ein wenig wiedergeben. Sie erzählt: Mein Kind, vor langer, langer, langer Zeit war der Teufel die schönste, die mächtigste, die klügste, die prächtigste, die edelste Gestalt, die aus der Schöpferhand Gottes hervorgegangen ist. Ein Engel, der entsprechend den Namen Luzifer, und Luzifer ist ein positiver Name, Lichtträger, bedeutet es übersetzt, geheißen hat. Eines Tages erzählt Gott ihm, Luzifer, von seinen Plänen, die er schon seit Ewigkeit hegt, nämlich die Erschaffung einer Welt, in der es nicht nur Geistwesen wie die Engel gibt, sondern Wesen aus Fleisch und Blut. Diese, unsere Welt, in ihrer Materialität, den Menschen darin als Geist und Leib. Und er schwärmt davon, wie schön er den Menschen erschaffen möchte, mit welch schönem Leib, als Mann, als Frau. Und er fügt hinzu: Ich weiß, dass dieser Mensch, dieses zu erschaffende Wesen, dass es sich gegen mich empören wird. Und dass auf diese Weise in diese gute Welt neben der Freude das Leid kommt, neben dem Leben der Tod, neben dem Guten das Böse. Und Luzifer, er reagiert nicht mit Mitfreude, sondern mit Empörung. Und droht Gott an: Wenn du das verwirklichst, diesen Adam, so in der jüdischen Erzählung, und Eva, ins Leben rufst, dann empöre ich mich gegen dich. Das Kind fragt seine Mutter: Ja, aber warum hat er so wütend reagiert, Luzifer? Und die Antwort der Mutter: Mein Kind, ich kann es dir nicht sagen, ich weiß es nicht, ich kann nur etwas vermuten. Er, Luzifer, er wollte eine ganz und gar reine Welt bewahren.
Eine Welt, in der es nur das Schöne, nicht das Hässliche, in der es nur das Gute, nicht das Böse, nur die Freude und nicht das Leid, nur das Leben in Fülle und nicht den Tod gibt. Eigentlich verständlich. Und nachdem Gott tatsächlich diese Welt mit dem Risiko, dass es eben nicht nur schön und gut bleibt und lebensvoll, sondern eine Mischwelt, die er erlösen wird, die er zu einem guten Ende führen will, aber durch all diese negativen Erfahrungen hindurch, er geht tatsächlich in die Empörung, in die Rebellion. Und das lesen wir vom sogenannten Engelsturz, das lesen wir im letzten Buch der Bibel. Michael, wer ist wie Gott, stürzt ihn auf die Erde und er verliert alles Licht. Liebe Schwestern und Brüder, soweit diese Geschichte, die die Mutter erzählt. Und das, warum ich Ihnen das erzähle, das ist der letzte Satz. Es heißt dann, dass der Junge gegen seine Gewohnheiten schwieg und nachdachte und am Ende zu seiner Mama sagte: Mama, kann es sein, dass der liebe Gott besser mit dem Bösen umgeht als der Teufel? Liebe Gemeinde, dieser Satz, er hat mich unglaublich angesprochen. Gott, der mit dem Bösen nichts am Hut hat, aber damit besser umgeht als der Satan, der Böse schlechthin. Und ich möchte hinzufügen, wir selbst. Und ich möchte gewissermaßen diesem Gleichnis, das wir gehört haben, diese Überschrift geben: Gott geht mit dem Bösen besser und anders um als der Teufel und als wir. Aber wie geht er damit um? Und dazu einfach drei Punkte. Ein erstes: Gott macht nie einen Deal mit dem Bösen. Das tun wir. Für ihn ist das Gute gut und das Böse böse. Wir leben in einer Welt voller Nebelkerzen, voller Verwirrung, wo so oft das Gute böse genannt und das Böse gut genannt wird. Wir erleben das im Krieg zwischen Russland und der Ukraine, wie perverseste Dinge gut genannt werden. In unserem Land auch. Ich möchte nur ein Beispiel von vielen nennen. Der Schutz des Lebens von seinem Beginn und an seinem Ende. Wo Gutes nicht gut und Böses gut genannt werden. Ich darf Hand anlegen und mein ungeborenes Kind und an sterbende Selbstbestimmung. Vom Evangelium her, das ein Evangelium des Lebens und nicht des Todes ist. Verwirrung über Gut und Böse. Nur ein Beispiel. Und ich glaube, dass in dem Maße, wie wir bereit sind, auf ihn, auf Gott, auf Christus in seinem Evangelium zu hören, wir die Unterscheidung der Geister finden und wissen, was wir oft intuitiv auch wissen, was wirklich gut und was böse ist. Ein zweites: Gott hat Geduld mit dem Bösen in dieser Welt. Und er, der Diabolos, der Durcheinanderbringer, er tut das, was er gesagt hat. Das Böse, das Negative muss ausgerissen werden mit Stumpf und Stiel. Er fördert es, aber wenn es geschieht, ausreißen. Und das erleben wir allenthalben in unserer Welt. Die Fanatiker des Glaubens, die Fanatiker der Ideologien, die Fanatiker der Rasse, die Fanatiker der Nation. Hunderttausende Tutsi, die massakriert wurden, weil sie keine Hutu waren oder gemäßigte Hutu. Einer der schlimmsten Genozide der letzten Jahrzehnte. Ethnische Säuberung. Was für ein Unwort während des Balkankrieges. Nur Serben untereinander, nur Kroaten, nur Bosniaken. Und da müssen wir nicht auf andere zeigen, das haben wir in unserer Geschichte. Nur Deutsche
haben ein ganzes Volk in die Gaskammern geschickt. Ausreißen, was wir für Unkraut halten. Und es gäbe so viele weitere Beispiele. Die Inquisitoren, nicht nur in der Kirche, in allen Konfessionen, in allen Religionen und in den Ideologien, die ausgemerzt werden müssen. Die Nawalnys, und es gibt so viele in unserer Welt, die weggesperrt und gefoltert werden. Die, die gegen die Machthaber auftreten, mit der Wurzel ausgerissen. Liebe Gemeinde, von all dem spricht das heutige Gleichnis. Und das, was wir machen und richten darin so unendlich viel Blut, Tränen, Zerstörung an, das tut Gott nicht. Er ist kein Kumpan des Bösen, aber er hat Geduld mit dem Bösen. Übrigens auch mit mir. Es ist ja nicht so, dass es nur die anderen sind. Taumelolch ist auch in mir, in jedem von uns. Da ist nicht alles koscher, was wir so reden, denken, treiben, tun oder auch nicht tun. Und er, eine Botschaft dieses Gleichnisses, hat Geduld mit mir, mit uns, mit jedem von uns. Weil er möchte, das, was in der Natur nicht geschehen kann, dass Taumelolch sich in Weizen verwandelt, es kann bei Menschen geschehen. Ich kann mich wandeln, verwandeln, umkehren, neu ausrichten, hinkehren, dahin, wo er ist, Gott, wo das Gute ist. Und ein drittes und letztes, am Ende wird Gericht sein. Ist das nicht Drohbotschaft? Nein, es gehört in die Frohbotschaft. Liebe Schwestern und Brüder, es gibt so viele in unserer Zeit, die sagen, ja, mit dem Tod alles aus, Punkt. Danach gibt es nichts mehr. Aber was bedeutet das? Es bedeutet einen letzten Zynismus in Bezug auf das Böse. Dann haben Täter und ihre Opfer dasselbe Schicksal. Am Ende Grab, Punkt, aus, finito, Exit. Es gibt keine letzte Gerechtigkeit, nach der wir uns sehnen. Sie kann es nur geben, wenn es jemanden gibt, vor dem ich mein Leben verantworten muss, dem ich mich in die Arme werfen kann. Ja, er wird barmherzig sein. Aber wo jemand am Bösen festhält, wird er selber den Ort in der Ferne von Gott sich wählen. Am Ende, das glauben wir, wird alles gut. Durch den, von dem im Gleichnis die Rede war, wenn ich mich und mein Leben ihm anvertraue, er wird diese Welt durch alles Böse, Negative hindurch zu einem guten Ende führen. Das ist unser Glaube. Liebe Schwestern und Brüder, ein Versuch, dieses Gleichnis, in dem unglaublich viel steckt, wie ich finde, zu lesen, zu deuten, und es lädt ein, dass wir uns der Geduld Gottes mit mir, mit meinem Leben, mit meinem Bemühen, aber auch mit seiner Gnade anvertrauen, damit einmal alles gut wird, weil am Ende das. Haben wir kein Bild? Okay. Wort eines Heiligen. Am Ende siegt die echte Liebe, die Liebe, die Gott ist. Das ist unsere Hoffnung und auch die Frohbotschaft des heutigen Gleichnisses. Amen.